Er hat es tatsächlich geschafft. Nur aufpassen, dass mir die Baumstamm nicht auf den Kopf schmeißt, während ich hier mein Fleisch wegknusper. Wer ist schneller, Kelvin oder das Fleisch? Kelvin. Du bist mein Held, habe ich dir schon mal gesagt. Und mein Fleisch ist auch fertig. Ich bin entzückt. Er läuft direkt los. Ist gut, soll er holen. Soll er holen. Was haben wir denn hier? Ja, gut, ne? Also, ja. Groß ist es jetzt nicht. Ich kann auch aus einem, warum auch immer, Grund nicht speichern. Hier drinne. Kelvin gibt alles. Mit dem Reinlaufen. Ist auch so eine Sache. Gut. Gut, dafür haben wir das. Die Dame ist wieder da. Aber ich lasse sie jetzt einfach mal. Kelvin bringt einen Baumstamm. Ja, aber das ist schon mal gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Hütte, einen kleinen Unterschlupf, wo wir uns verstecken können, wenn es jetzt hier echt hart auf hart kommt. Danke. Aber jetzt kannst du hier bleiben. Ja. Folge mir. So, schmeiße ich mal da dazu. Und dann würde ich sagen, mache ich ein Schläfchen. Wird ja dunkel gerade. Der nächste Morgen. Madame ist weg. Nee, Madame spaziert. Du bist durstig. Ja, okay. Das bedeutet, auf zum Fluss. Kann ich? Das kann ich nicht trinken. Ab welcher Länge von Fluss kann ich Wasser trinken? Das ist jetzt das nächste, was mich interessiert. Ist das schon ein Bereich, wo ich trinken kann? Wann kann ich trinken? Hier noch nicht. Hier auch nicht. Oh, ein Wasserball. So, aber ab hier, oder? Da oben eventuell in dem. Also ich konnte doch vorhin aus dem Fluss trinken. Das hat doch prima funktioniert. Ja, hier. Okay, ich kann aus dem da oben trinken. Boah. Und das genügt mir erstmal. Aber dann würde ich sagen, wenn wir gerade schon hier sind, gehen wir nochmal. Ich will mich ein bisschen rüsten. Ein bisschen Schiss, dass wir gleich wieder Besuch kriegen. Was haben wir denn hier? Ein Seil, Stöcke, gut, Stickies haben wir genug.
mit dem Ding, mit dem Tragen muss ich ein bisschen auf. Oh, oh. Getränke. Und Pillen. Und Negan. Das ist der Himmel. Da will ich einfach nicht durchlaufen. Gehen noch mal zum Golfcar. Da muss es irgendwas geben, was ich übersehen habe. Oder ich muss dort was machen. Ich weiß es halt nicht. Das ist so penetrant markiert. Da ist es. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas in Gang bringen müssen oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Ich kann da aber auch nichts rauskloppen. Rauskloppen oder so. Wieso wird das die ganze Zeit markiert? Falschen Winkel, dass mir nichts anzeigt oder so. Verstehe ich nicht so ganz. Calvin, sag doch auch mal was dazu. Ich kann auch so drauf klettern. Ja, toll. Ja, keine Ahnung. Das ist ein Höhleneingang. Da ist schon wieder so einer. Und noch einer. Ja, mach die mal. Ich lauf mal ein wenig zügiger. Calvin regelt das. Der lässt ein bisschen was springen. Und dann lassen wir uns in Ruhe. Dann ist das alles super. Ja, so wie mit dem Kollegen, ja. Ich lauf nochmal zu unserer Hütte zurück. Und dann würde ich einfach mal gucken, was wir noch bauen können, was uns jetzt eventuell irgendwie ein bisschen weiterbringt oder so. Vielleicht ein bisschen vielleicht auch vereinfacht, dass wir hier leichter durchkommen. Wobei ich glaube, dass ich mich bis jetzt eigentlich soweit ganz okay schlage hier. So. Also könnte schlimmer sein. Ja, ich bin gleich der Puste. Natürlich, was auch sonst. Der Fallenherr ist mal 3 Meter gejoggt. Da ist der Puls aber ganz da oben dann. Mir fällt aber gerade auf, ihr seht es leider immer noch nicht, ich muss unbedingt die Kamera verschieben. Die Anzeige, wie viel Gewicht wir tragen können, wenn es wirklich die Anzeige ist mit dem Gewicht, die ist jetzt wieder komplett runter. Aber mein Inventar ist ja nicht leerer geworden, das ist ja eher voller geworden nach und nach. Ich hab alles hier voll mit Steine und Stöcke und hast du nicht gesehen und... Was ich hier nicht alles gefunden habe.
Oder ist das... Die Dame ist auf unserem Zelt rumgestanden. Geht's noch? Hallo? Kuckuck. Da fliegt sie einfach davon. Aber sie sieht nett aus. So. Dann gucke ich mal. Bei entspannter Musik. Was wir hier Schönes bauen können. Anbau. Da kann Calvin dann wohnen. Bett ausstöcken. Ja, ich glaube, unsere Hütte für Möbel ist unsere Hütte ein bisschen sehr klein. Spaziert wieder lang, als wäre nie was gewesen. Gut, Deckenschädellampe. Schädel haben wir. Und so, ne? Wenigstens ein bisschen Licht hier drin. Das ist ja gleich viel stimmungsvoller. So, was kann ich noch bauen? Tisch, Bank, Stocklager, Steinlager. Okay, das macht schon wieder Sinn. Stammlager, Knochenlager, Trockengestell, Regal, Wandregal, Felspfad, Stockpfad. Oh. Ah, das Vogelhaus wäre gar nicht schlecht. Da kriegen wir Federn. Die können wir dann wieder, ich glaube, für... Ja, wobei Pfeil und Bogen ist jetzt schon wieder so eine Sache. Dann brauche ich Pfeil und Bogen, wenn ich Schusswaffen habe. Eine Vogelscheuche. Also wenn wir eine Vogelscheuche bauen können, gehe ich mal davon aus, dass wir... Ja. Pflanzgefäß. Fischhäuser. Ich würde eventuell mal die nehmen. Aber wo platziere ich denn die? Ich habe hier weit und breit keine Fische gesehen, ehrlich gesagt. Ich weiß halt auch echt gar nicht, wo ich die hinstellen soll. Ich stelle die jetzt einfach mal hier hin. Das ist bestimmt sowas von falsch, was ich hier mache. So, jetzt muss ich ganz viele Stickies holen. Das dürfte ich aber hinkriegen. Die Eulendinger kann ich leider nicht zerkloppen, glaube ich. Die sind unzerstörbar. Das sind Ureinwohnerbauten. Die sind... Da kommst du mit der besten Axt nicht durch. Da geht nix. Ja, ich weiß, du hast keine Ausdauer. Ich hoffe, dass mit dieser Fischreuse das haut hin. Dass wir da mal ein bisschen was zu futtern kriegen. Ne? Schlecht wäre es ja nicht. Wenn wir da so... So einen schönen Fischvorrat dann immer haben. Wäre nicht schlecht. Ich glaube, nur einer gibt mir Stöcker.
Dann hätten wir Wasser, dann hätten wir Essen. Da sind wir eigentlich schon gut versorgt hier. Da können wir echt direkt gleich eine fette Base aufbauen. Aber was? Was war das für ein Geräusch? Ich nehme meine Stöcke und gehe. Tschüss. Ja, es hat ja gut funktioniert. So. Kaching. Und ich glaube, das Ding steht hier sowas von falsch. Aber auf der anderen Seite, ich meine, du bist es. Aber da hinten kommt so ein Eierkopf und noch einer. So. So. Was ist hier los? Ah, das ist Mr. Goldmaske. Und... was ist mit ihm? Der mit der Goldmaske, der ist immer so... der chillt hin und beobachtet, ne? Ja, ich hab's doch gesehen, jetzt ist gut. Zeig mir den Finger auf andere Leute. Mach mal. Wir sind nur noch ein bisschen vorsichtig. So wirklich was machen tun sie nicht bis jetzt. Kollege. Although living in the East might seem like a dream, we have struggles like everyone else. These are my friends. Kritisch. This is my life, and this is Dana Point. California. Sie machen irgendwie nichts. Sie kommen immer nur, sie drohen immer nur so, versuchen Angst zu machen, aber sie machen nichts. Ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn ich jetzt eine gewisse Anzahl hat jetzt gerade versucht, unser Haus kaputt zu machen. Ich weiß nicht, ob ich den Damage an Gebäuden hier anhab. Vorgänger konnte man das ausstellen. Was ich ganz gerne gemacht habe, weil ich fand das wahnsinnig frustrierend, wenn dann irgendwelche Mutanten gekommen sind und die einfach dein ganzes Lager kurz und klein gekloppt haben. Und das war extrem teilweise, also... Kollege? Hallo? Bei Notwehr? Du hast es gesehen, der wollte unser Eigenheim zerstören. Was wir uns lange angespart haben. So. Was ist das? Okay, die haben Loot. Okay.
Jetzt muss ich kurz. Also ich muss halt mal. Ich bin auch ein bisschen überfordert jetzt hier am Anfang, wie hier was funktioniert. Aber ich denke, das werde ich alles im Laufe der Zeit hinkriegen. So, jetzt kann ich Feuer machen. Und eine Sache, die ich jetzt unbedingt testen muss. Einfach nur, weil es im Vorgänger ging und ich das wissen will, ist. Macht immer schlimmeren Spagat. Ja. Boah, wie ist der noch rausspritzt? Aus dem suppt's ja voll raus. Kopf ab. Ja. Wenn wir schon dabei sind, ne? Jetzt sind wir eh schon dreckig. Aber irgendwie plumpst das hier alles durch. Aber das sieht auch krass aus, wie es verbrennt. Oder wie es da raussprüht. Ja, du bist schmerzfrei, ich weiß. Du hast da was. Dir läuft was aus den Ohren. Könnte ich mal sauber machen. Boah, wie verkohlt das jetzt aussieht. Das spritzt halt immer noch voll raus. Ja. Ja. Was soll ich da jetzt noch sagen? Aber ich glaube, er ist unsterblich. Ich hoffe es für ihn zumindest. Er ist doch sehr herausgefordert vom Leben. So, mein Magen knurrt. Wie sieht's mit Fischen aus? Schlecht, würde ich sagen. Das ist natürlich schlecht jetzt. So, Seesterne kann man nicht essen. Ich glaube, kannst du auch echt nicht essen, ne? Ich könnte mir so ein Hai holen. Aber wahrscheinlich holt er eher mich. Ja, das mit dem Essen. Das mit dem Essen ist jetzt eher schlecht hier. Das mit den Fischen funktioniert nicht. Eventuell auch nur an einem See. Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte eine Falle bauen. Das hatten wir alle schon. Oh. Ich sagte mein Inventar, mal abgesehen davon, dass ich blutige Hände habe. Ich hätte ein Getränk. Das brauche ich jetzt aber nicht. Das würde ich mir aufheben für den Notfall. Ah. Jetzt habe ich es erst erkannt. Der Kulturbeutel ist aus Menschen. Ich meine. Okay. Aber es macht es auf jeden Fall nochmal ganz anders und auf jeden Fall interessanter, dass die Loot bei sich tragen.
Ja, nützt ja alles nix. Was sagt die Uhr? Ja. Kelvin, nützt nix. Wir müssen auf die Jagd. Wir müssen Essen holen. Was sollen wir machen? Ich bin zwar müde. Ich habe keine Ahnung, wohin. Wir könnten auch zu so einem lilanen Punkt laufen. Allerdings weiß ich nicht, wie weit die weg sind. Die sind, glaube ich, schon ein Stückchen entfernt, ne? Kann da auch nicht näher ranzoomen, glaube ich, ne? Das geht irgendwie nicht. Ja, das ist natürlich scheiße. Da ist die Dame. Die hat bestimmt keine Snacks dabei. Da würde ich sagen, ich gehe jetzt einfach mal in die Richtung hier. Da ist ja nochmal ein anderer grüner Punkt. Bestimmt ein anderes Golfcar, was da einfach so rumliegt. Ja, der ist am nächsten. Dann würde ich sagen, latsche ich da jetzt einfach mal hoch. Vielleicht finden wir auch noch ein altes verlassenes Camp oder so. Wo wir vielleicht da was zu futtern finden. Erstmal. Vorerst mal. Zwar beim ersten, also beim Vorteil, Vorteil, genau. Beim Vorgänger war das auf jeden Fall einfacher. Da man da diese ganzen Koffer überall gefunden hat, wo immer Schokoriegel und alles drin waren. Da konnte man sich so ein bisschen damit über Wasser halten. Bis man einigermaßen es raus hatte, wie man jagt und so. Hier ist das schon... schon ein bisschen härter, ne? Tja. Da müssen wir rüber. Das machen wir gerade mal hier. Wenn wir schon mal hier sind. Und das mit dem Fischding, also das muss ich noch rausfinden, wie das funktioniert. Oder es dauert sehr, sehr... Es ist 14 Uhr. Also, es darf jetzt noch nicht dunkel werden. Oder es dauert sehr, sehr lange, bis da Fische reingehen. Oder man muss eventuell hier in einem Fluss aufstellen. Oder in einem See. Also, es wäre eigentlich alles möglich. Ich habe jetzt noch ein paar Blaubeeren, aber... die bringen nicht so viel. Eigentlich gar nichts, gefühlt. Also Blaubeeren kann ich mir reinkloppen, wie ich will. Aber wie gesagt... leck mich an. Ich würde sagen, würde da noch mal so... Was ist das für eine? Das ist aber wieder ein anderer, ne? Schrei losgelassen, hey. Uiuiui. Ich hoffe, das ist jetzt so ein Ruf gewesen, so ein Hilferuf, dass da jetzt noch mehr kommen. Und hier haben wir wieder die Blaubeeren. Ich flipp die mal so ein bisschen nebenbei. Und besser als nichts, aber. Ich werde jetzt auch nicht mehr allzu lange streamen. Denn ich muss morgen früh raus, habe noch was zu erledigen. Ich flipp alles an Bären, was ich hier finde, ey. Wer weiß, vielleicht rettet uns das dann doch irgendwo den Hintern. Dass wir sagen können, okay. Macht zwar nur ein bisschen satt. Aber immerhin verhungern wir nicht. Wie man so aus der Puste sein kann. 2 Meter gejoggt. Das schaue ich gerade einfach mal. Heidelbeer, was ist das?
Vielleicht machen die eher satt. So ein bisschen, ne? Da kann man da nicht irgendwie draufdrücken und sagen, alle essen? Gut, das können wir jetzt die nächsten 5 Stunden so machen. Ziehen wir auch rein, alles rein. Gut, das machen wir nicht mehr. Wir sollten uns vielleicht nicht... Oh, aber das Essen geht hoch. Oder ist es durch diese... Igel-Gedingse, Bumse, was ich da gerade gefuttert habe, hochgegangen. Wobei die ja anscheinend nicht so gut ankamen. So, jetzt haben wir hier den Pfad. Aber wie gesagt, ich würde jetzt dann gleich hier... gleich einen Stopp machen. Da würde ich dem guten Kelvin sagen. Jetzt will ich aber noch kurz gucken, was das Grüne ist. Und dann würde ich dem guten Kelvin sagen, er soll mal kurz ein Lager aufschlagen. Dass ich, ja, beruhig dich. Dass ich speichern kann. Natürlich praktisch, dass er unser persönlicher Speicherpunkt quasi ist. Und hier ein weiteres Lager, so einen kleinen Speicherpunkt zu haben, ist gar nicht verkehrt. Wenn nämlich diese Markierung bleibt mit dem grünen Ring, dann wissen wir immer, okay, hier ist unser Speicherpunkt. Da sind noch mehr Golfcars, Tatsache. Mit Fahrer. Aha. Okay. Hallo? Der hat so rote Augen. Das sieht nicht gesund aus. Nö. Kann's aber knicken, dass ich da jetzt reingehe. Gut, also das heißt, bei diesem Ring finden wir immer Golfcars. Das ist interessant. Ja, moin! Ah, es ist nicht wahr, oder? Dir muss ich was sagen. Und zwar. Baue. Naja. Ein Feuer bauen ist jetzt eher du. Ich muss irgendwas zum Speichern bauen. Ja. Steck den ganzen Wald in Brand, Kelvin. Mach das. Kein Thema. Wir brandroden ihn. Das besänftigt die hier. Ja, Schied. Was machen wir jetzt? Am besten wäre es natürlich, wenn ich jetzt wieder... Wo komme ich eigentlich? Wo ist meine Hütte? Nee. Bin ich von da unten gekommen? Nee, nee. Da oben war die. Der ist jetzt natürlich blöd, ne? Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Warum kann der jetzt nicht ein zweites Lager bauen? Ist der doof? Oder vielleicht bin auch einfach nur ich doof, ich weiß es nicht. Vielleicht sind wir auch beide doof.
Ich weiß nicht mehr, wo ich herkam. Und man sieht es blöderweise auf der Karte nicht so richtig. Da oben ist eine Höhle. Da ist der andere grüne. Haben die da einen gefesselt? Ich flitze zu unserem anderen grünen Punkt. Wobei flitzen ist gut. Ich habe ja keine Ausdauer. Ich bin ja Lappen. Wenn das überhaupt unser grüner Punkt ist, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich will doch eigentlich aufhören, jetzt aufzunehmen. Was ist denn das? Das ist nicht unser grüner Punkt. Wo ich hin muss. Ich weiß es nicht mehr. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich glaube, wir müssen da runter. Ich glaube. Und ich bin mir sowas von überhaupt nicht sicher. Ja, beruhig dich jetzt. Schnappatmung. Wir haben hier auf jeden Fall sehr viel zu erkunden. Ich glaube, das da oben ist nämlich unser grüner Punkt. Ich hoffe, hier ist nichts drin, was uns killt. Ja, aber das ist irgendwie, mit dem Essen ist gerade ein bisschen doof, ne? Das ist echt ein bisschen blöd gerade. Ist nicht gut. Okay. Was ist da? Pack das mal weg. Pack das mal weg. Dann trink mal ein Stückchen, wenn du schon hier bist. Wieso? Hallo, ist ein See. Du sollst trinken. Jetzt nicht sein Ernst, jetzt kann er nichts trinken, oder wie? Oh Mann. Ja. Guten Tag. Dann halt nicht. Da ist unsere Hütte. Oh, ich sehe nichts mehr. Ich glaube, die Dame galoppiert hier gerade irgendwo lang. Ah, das kann ich nur. Was war. Was? Funzel. Es ist unglaublich. Gut. Immerhin sehe ich unser, kann ich auf unserem Dings hier, auf unserer Karte sehen, wo ich hin muss. Kelvin chillt irgendwo im Nirgendwo am See. Desorientiert wie eh und je. Keine Ahnung, wo er hin will.
ich höre Musik. Ich sehe ein Radio. Ich sehe mehrere Radios. Ich sehe Knochen. Die Eingeborenen hören anscheinend sehr gern. Was ich irgendwie... Egal, ich merke es mir einigermaßen, dass es da ist. Da gucke ich dann nochmal nach. Jetzt muss ich aber echt an unsere Hütte. Ja, beruhig dich. Ich habe das Gefühl, wir sterben einen grausigen Hungertod in dem Spiel als allererstes. Ich habe auch das Gefühl, dass es nicht bei einem Durchgang bleiben wird. Also ich glaube nicht, dass wir im ersten Durchgang hier alles reißen. Allein schon, weil das Spiel sowieso noch nicht fertig ist, glaube ich, soweit. Also, da wird ja noch einiges kommen, denke ich mal. Ja. Ah, ist ein weiter Weg. Es tut mir leid für die Leute auf YouTube, dass dann eventuell eine Folge sehr öde und sehr viel rumgelatsche ist. Cutten will ich eigentlich nicht. Ich mag das eigentlich eher nicht so. Also das, was ich selber hier aufnehme, mag ich eigentlich eher ungeschnitten. Es sei denn, wie jetzt in den ersten Folgen, dass ich da die Aufnahme von Twitch nehmen muss, dann nehme ich natürlich so das, was ich so auf Twitch erzählt habe vorher irgendwie, das schneide ich dann halt schon raus und die Pause rausschneiden und. Klar, das lasse ich nicht drinne. Aber die Folgen an sich will ich eigentlich nicht schneiden. Also ich will das eigentlich alles so in einem Stück haben. Und das ist auch das, was ich persönlich am liebsten gucke, wenn ich selber Let's Plays schaue. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang quatsche. Es sieht nass aus. Aber es sieht so aus... Also wären wir gleich da. Noch sehe ich es nicht, aber es kann nicht mehr weit sein. Und dann kann ich endlich speichern. Ja, und ich hoffe, wir überleben, weil der Hunger ist jetzt schon heftig und wenn wir schlafen gehen, ja, wenn wir schlafen gehen, ist der Hunger umso heftiger, wenn wir aufwachen, ne? Normalerweise. Ich höre unser Lager. Ich sehe nix. Unglaublich, wie dunkel das hier ist. So, ich gehe als allererstes kurz schlafen. Das ist mal wieder was. Sie ist hier fürchterlich, ey. Alter, wir brauchen ein Nachtsichtgerät oder irgendwas. So, und jetzt speichere ich. Freeze. Ah, geht doch. Ja, den überschreiben wir doch einfach mal. Gut. So. Mal kurz gucken, wenn wir schon hier sind. Was meinen die Fische? Nix. Ich glaube, ich habe das Ding komplett falsch aufgebaut hier. Ich glaube, das wird nix. Ja. Hunger sieht immer noch kacke aus und blinkt viel, viel schneller jetzt. Ihr seht es ja leider nicht. Beim nächsten Mal gucke ich, dass ich die Cam verschieben kann.
blinkt extrem schnell. Ich glaube, wir sterben bald. Ja, kurz die Uhr gucken. Ja. Ich versuch's. Scheint okay zu sein und er hat ein bisschen gesättigt. Trinken ballert auch ganz schön hoch. Also zeigt er mir auch an, dass er richtig krass Durst hat. Aber da haben wir noch ein bisschen was. Und die Bären füllen das auch gerade auf. Das mache ich jetzt gerade auch schnell. Traurig, müssen wir uns hier mit Heidelbeeren oder was das ist? Ja, Heidelbeeren. Müssen wir uns hier über Wasser halten. So. Zwei haben wir noch. Zack. Dann sagen die auch weg. Das sind Blätter. Da wäre. Was haben wir denn da eigentlich noch? Ja, wir können auch anbauen, das ist natürlich nicht schlecht. Wir brauchen, glaube ich, auch ein paar Beete, ne? Pfeilblatt. Ob man das essen kann, weiß ich halt nicht. Ich bin nicht so der Botaniker, ich habe da. Leckerer Schenkel. Aber zum Kannibalismus wollte ich ja jetzt eigentlich nicht übergehen. Zumindest noch nicht. Kommt eventuell noch. Läuft dich dann. Nee. Cool. Nice. Gut zu wissen. Dann, jetzt habe ich wieder ein bisschen Essen und Trinken aufgefüllt. Speichere gerade nochmal. So, dann würde ich sagen, für die Leute auf YouTube, ich hoffe, euch gefällt das Let's Play. Ich habe richtig Bock auf das Spiel. Ich werde es auch definitiv jetzt weiterspielen. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.